Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, beim flüchtigen Überfliegen eines Textes, den ich heute auf einer kirchlichen Seite fand, aus der Feder eines Bischofs, blieben meine Augen bei den Worten hängen: Anfälligkeit für die Idee des Absoluten. Anfälligkeit für die Idee des Absoluten. Und ich dachte, welch schöne Brücke zu diesem Festtag heute und zu dieser Frau, die wir feiern, Edith Stein. Dieser frommen Karmelitin, dieser in ihrer Jugend agnostisch-atheistischen Jüdin, dieser hochbegabten Intellektuellen. Denn das war genau ihr Schlüssel in ihrem philosophischen Nachdenken, bei ihrem Forschen, dass sie entdeckte, der Mensch ist nicht einfach irgendwie etwas, sondern er ist im Prinzip von seinem ganzen Sein her, von seiner Natur, anfällig für die Idee des Absoluten. Man kann das in ihren erkenntnistheoretischen Schriften nachlesen, wenn sie über den Unterschied nachdenkt. Wie ist das, wenn ich mich auf einen Menschen verlasse? Und wie ist es, wenn ich mich auf Gott verlasse? Das heißt, wenn ich sage, ich glaube. Vielleicht hören wir, auch wenn es nicht ganz leichte Sätze sind, einen Augenblick zu. Darin liegt der Unterschied, so schreibt Edith Stein, zwischen der reinen Fides, also dem Glauben an Gott, und dem Glauben an einen Menschen. Was das Erfassen anlangt, stimmen beide überein. Das Sich-Halten an und gehalten werden ist ein anderes. Der Absolutheit und Unwandelbarkeit des göttlichen Seins entspricht die absolute Geborgenheit dessen, der feststeht im Glauben. Die Dualität im Wesen des Menschen, die es möglich macht, dass er von sich abfällt, dass er sich verliert, macht ihn untauglich zu einem absoluten Halt. Die durch den Glauben an ihn motivierten Erwartungen können immer enttäuscht werden. Und das gibt diesem Menschen selbst einen Moment der Ungewissheit, das beim Glauben an Gott ausgeschlossen ist. Wir haben ja nicht nur solche Texte von ihr, die wirklich nicht ganz leicht sind, weil es philosophische Texte sind. Die Lieder, die wir heute singen, am Beginn, gleich zur Gabenbereitung, zur Kommunion, stammen alle auch aus ihrer Feder. Sie hat beides verbunden, Philosophie und Frömmigkeit. Und was die Kirche heute verliert und was ihr gut täte, wäre das karmelitische Schweigen, das sie geübt hat, ebenso wie zur rechten Zeit zur Feder zu greifen. Als ich dann nämlich genauer hinschaute in diesen kirchlichen Text, merkte ich, dass der Bischof gegen dieses Absolute anschreibt. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Er macht einen politischen Text gegen die AfD, mit der man wahrlich nicht befreundet sein muss. Aber dass ein katholischer Bischof in der Lage ist, zu sagen, heute sind wir wieder anfällig für die Idee des Absoluten. Das ist schon bemerkenswert, so viel Torheit in wenigen Worten zusammenzufassen. Das muss man sagen. Natürlich ist der Mensch anfällig für das Absolute. Das ist seine Natur. Ich nehme an, dieser Bischof will schreiben, dass es eine Anfälligkeit für das Totalitäre gibt, weil er dann Nationalsozialismus und Marxismus benennt. Aber wie kann man dazu kommen? Was zeigt uns das, liebe Schwestern und Brüder? Es zeigt uns gewiss vieles, was ich jetzt hier nicht ausführen will. Aber vor allen Dingen zeigt es uns, dass wir die Fürsprache einer solcher Heiligen wie der heutigen brauchen. Einer Intellektuellen, einer Frommen, einer Nonne, die im Leben stand, mit all ihren Enttäuschungen, die an Gott festgehalten hat, bis in die Gaskammer von Auschwitz. Solche Fürsprache brauchen wir. Und dieses Zeugnis ihrer Heiligkeit, ihres Denkens, ihrer Kraft
haben wir heute so notwendig, vielleicht dringender denn je.